Ja, es ist 17 Uhr. Nun starten wir mit dem Vortrag am Sonntagabend. Die Chemnitzer Linux-Tage sind schon fast wieder vorbei. Aber das Schöne ist ja, einen Vorteil hat man ja bei solchen Remote-Veranstaltungen. Man muss jetzt nicht mehr nach Hause fahren. Man kann ganz in Ruhe diesen Vortrag über Apache Guacamole genießen von Stefan. Und ich übergebe das Wort. Ja, herzlichen Dank, Norbert. Und herzlich willkommen am Sonntag zu später Stunde zu dem vorletzten Vortrag heute in dem Kanal. Ich möchte euch heute etwas erzählen zu Apache Guacamole. Bisschen hinten dran auch etwas über eGroupware und wie man das da einbinden kann. Aber der Schwerpunkt ist sicherlich Guacamole. Weil ich denke mal, also ich bin begeistert von diesem Produkt und ich denke einfach, das ist ein bisschen zu unterrepräsentiert und viele Leute werden es vielleicht gar nicht kennen und deswegen wollen wir uns das heute mal gemeinsam anschauen. Apache Guacamole, Apache sagt schon, es ist ein Apache-Projekt. Es ist irgendwann nach Apache gekommen. Ich habe die ersten Versionshinweise gefunden von 2013 circa. Da wird aber vorher auch schon irgendwo was gewesen sein. Ich kenne die ganze Historie nicht. Es ist im Dezember 2016 in den Apache Inkubator gekommen und ist dann nach den üblichen Durchlaufen von verschiedenen Prozessen, Anpassungen an Apache Anfang 2018 zum Top-Level-Projekt dort auch aufgestiegen. Deswegen heißt es heute Apache Guacamole. Hat eine eigene Webseite, keine Unterseite von Apache. Den Link habe ich gerade mal da aufgezeigt. Hat ein eigenes Logo, so eine Schale eben mit Guacamole drin. Was ist Guacamole? Also ich spreche jetzt auch nur noch von Guacamole. Ich lasse jetzt mal das Apache davor weg. Guacamole ist ein Clientless Remote Desktop Gateway. Das heißt also, es ist etwas, wo ich mich remote und mit Desktops verbinden kann. Das heißt, auf der einen Seite, also zum Beispiel rechenzentrumsintern, firmenintern oder zu Hause, in seinem Netzwerk hat man Desktops oder Systeme, wo ich per VNC, RDP oder SSH, Telnet geht zur Not auch mal noch, und K8S funktioniert auch mittlerweile, aber hauptsächlich kümmern wir uns jetzt hier um VNC, RDP, SSH. Auf Desktops und Konsolen greife ich dort zu und am anderen Ende stelle ich das in einem Webbrowser zur Verfügung. Und zwar da, wo ich es brauche, im Zweifelsfall natürlich weltweit. Das heißt auf der einen Seite VNC, RDP, SSH, auf der anderen Seite das Ganze dargestellt in einem Webbrowser. Clientless ist in dem Fall so, dass wir wirklich auch in dem Browser kein Add-on installieren müssen, kein gar nichts auf dem Gerät. Es läuft absolut rein im Browser. Ich muss also auch, wenn ich jemandem fremden Mitarbeiter, Freund, irgendjemandem das Ganze an die Hand geben will, ich muss bei dem keine Einstellungen machen, keine Browser-Add-ons installieren oder sonst irgendwas. Guacamole selber wird in Java geschrieben, wird unter der Apache-Lizenz veröffentlicht, deswegen auch dieser Prozess im Inkubator. Dahinter gibt es aber auch kommerziellen Produktsupport, also es gibt Firmen, die arbeiten an dieser Software, bieten Dienstleistungen an, aber was wir uns jetzt hier erstmal betrachten, ist die freie Version. Diese Firmen sind natürlich dafür verantwortlich, dass diese Software überhaupt weitergetrieben wird und ein paar Leute in der Community, die teilweise auch dort arbeiten, die das Ganze vorantreiben. Es ist eine ganz kleine Truppe nur, aber ich sag mal, was die da leisten, das ist wirklich ganz große Klasse. Und wie gesagt, wir gucken uns die freie Version hier an, die jeder nutzen kann, wie er sie braucht. Aber wie gesagt, es gibt auch Support auch hier in Deutschland. Da möchte ich gerade auch noch einen nennen. Wer also größer, komplexer und mit Support haben will, kann sich hier gerne mal an ETES wenden. Die sitzen in Karlsruhe. Haben Expertise in Guacamole. Mit denen habe ich Kontakt. Die machen auch große, komplexe Installationen und passen die so ein, wie man sie gerade braucht. Und Glyptodon selber ist mit so die Hauptfirma und die Hauptentwickler sitzen dort. Die haben auch ein eigenes Produkt, das heißt dann eben auch Glyptodon.
Und da steckt noch einiges mehr drin und vor allen Dingen eben auch Dienstleistungen. Also man kann von für sich selber das eben gerade nutzen, wirklich bis zum Unternehmen mit Dienstleistungen und Komplexität die komplette Bandbreite bei Guacamole haben. Wofür ist Guacamole erstmal eine Alternative? Ich meine, wir sehen das gleich alles noch ein bisschen im Detail, aber ich habe selber, und ich erzähle das Ganze jetzt auch so aus der Perspektive, weil ich selber zwei Installationen betreibe, auch in einem Unternehmen, was Guacamole aktiv einsetzt für seinen Betrieb, genauso wie wir bei eGroupware das integriert haben. So aus der Perspektive möchte ich das jetzt hier erzählen. Und wir haben im Unternehmen durchaus auch Terminal-Server, dann haben wir da Parallels obendrauf, manch einer hat einen Citrix Virtual Apps obendrauf und so weiter. Und wer solche Installationen mit MS Terminal Server, TS-Client-Lizenzen, noch ein Parallels oder ein Citrix obendrauf kennt und weiß, wie das mit den Lizenzen läuft, der weiß auch, dass das ganz schnell ganz teuer wird und eigentlich auch relativ komplex und auch von der Konfiguration macht man das nicht mal eben so beiläufig, zumal auch der ganze MS-Sockel darunter natürlich entsprechend konfiguriert sein will. Ich versuche immer, die Sachen so möglichst einfach und simpel zu machen, damit ich erstens mal das Ganze auch überhaupt beherrschen kann und auf der anderen Seite Komplexität kostet mich halt auch Sicherheit. Wenn es komplex wird, mache ich sicherlich irgendwo Fehler, Lücken oder sonst was und das versuche ich durch einfache Lösungen zu vermeiden. Und da geht Guacamole in die richtige Richtung, weil ich kann da zum Beispiel auf eine VPN-Infrastruktur verzichten. Ich verzichte auf kommerzielle Web-Remote-Software. Und ich sag mal, die kommerziellen, die Marktführer sind natürlich auch, wenn es um Angriffe, um bösartige Angriffe geht, mit Sicherheit, ich sag mal, mehr betroffen als so die, ich sag mal, die Nischenprodukte. Und natürlich Verzicht auf direkten Zugriff auf LDP. Es gibt wahrscheinlich immer noch welche, die stellen sowas auch noch tatsächlich ins Internet. Die Einsatzmöglichkeiten von Guacamole, da kann man so ein bisschen die Fantasie falten lassen. Ich werde das gleich im Verlauf noch sehen. Ich kann natürlich das einfach nur nutzen, um von irgendwo Server fernzuwarten. Ich kann Leute im Homeoffice zum Beispiel versorgen mit Arbeitsplätzen oder in den Niederlassungen. Ich kann auch Spezialsoftware, die ich nur auf einen Client installieren kann, weil da spezielle Hardware drin ist oder sonst was, dann auch wohin an andere Arbeitsplätze bereitstellen. Ansonsten kann man da seiner Fantasie mal freien Lauf lassen, wofür man das alles nutzen kann. Wofür man es wahrscheinlich nicht nutzen kann, damit man mit mehreren Leuten auf irgendeinem Server schön zocken kann, weil Guacamole als Remote-Desktop-Lösung ist nicht dazu da, 60 Frames die Sekunde mit ganz vielen Änderungen da drin zu übertragen. Genauso wenig eigentlich Videos zu schauen darüber. Also sprich YouTube hier auch per RDP, per Web-RDP woanders gucken, dafür ist das einfach nicht gedacht. Ja, das wird nicht gut funktionieren. Der technische Aufbau von Guacamole ist relativ einfach. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir haben auf der einen Seite Remote-Desktops oder Konsolen, wo dann per RDP, VNC oder anderen Dingen zugegriffen wird. Es gibt einen UACD-Daemon, der wiederum der kommuniziert mit diesen Desktops und setzt das Ganze in ein Guacamole-Protokoll um, kommuniziert mit Guacamole in einem Container, in einem Apache Tomcat-Container und der stellt wiederum das Frontend bereit. Also Guacamole selber ist eigentlich der Begriff für das Web-Frontend, was, ich sag mal, im Webbrowser als JavaScript dann mit den Bedienelementen realisiert ist und darauf setzt dann eben der Webbrowser auf. Da haben wir ein schönes Schema, da sieht man das nochmal schön. Ich habe auch die Folien meistenteils verlinkt zu den Original-Dokumentationen. Ich werde die Folien auch später noch ein bisschen aufhübschen mit ein paar Grafiken und so weiter. Vielen Links, ihr könnt die in ein oder zwei Wochen, wenn ihr da Interesse dran habt, auch nochmal runterladen. Da sind die Sachen nochmal ordentlich verlinkt und dokumentiert. Installationsmöglichkeiten. Grundsätzlich geht das halt auf zwei Arten. Erstmal nativ auf einem Host. Da muss ich ein bisschen was zu Fuß machen. Ein Teil muss ich selber übersetzen, ein Teil nur installieren. Es ist natürlich ganz gut dokumentiert. Es gibt auch einige Beiträge außerhalb Guacamole selber.
Aber es ist halt ein bisschen Arbeit und na gut, man versteht sehr gut, wie das Ganze funktioniert. Ich persönlich muss mir das jetzt nicht unbedingt antun, da wähle ich lieber den Weg 2, nämlich über Docker-Container. Das Guacamole-Projekt stellt von jeder Hauptversion Container bereit und die kann man dann verwenden. Mit jedem Release werden neue Container bereitgestellt. Im Regelfall bleiben die Container auch während der Release-Zeit so. Bis jetzt war das so, dass keine Sachen zwischendurch gefixt worden sind. War auch bisher nicht nötig. Also, für mich ist der favorisierte Weg sicherlich Docker. Alternativen sind, wenn man das jetzt nicht selber auf einem Host installieren will und auch nicht selber mit Docker machen will, da gibt es zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Erstmal auf einem Univention Corporate Server, auf einem UCS. Dort gibt es in dem App Center Guacamole zum Installieren. Wer den UCS kennt, weiß, wie einfach das zu installieren ist. Aktuell ist es eine sehr angestaubte Version, so funktioniert aber. Oder, das werde ich ganz hinten nachher nochmal zeigen, auf einem eGroupware-Server. Wer eGroupware schon betreibt oder sich den installiert und entsprechend konfiguriert, was auch alles recht schnell geht, der kann mit einem Installationspaket Guacamole eben hinterher installieren. So, und das Installationspaket bzw. die Docker-Container, die wir verwenden, die sind praktisch immer aktuell. Ich habe hingeschrieben fast, weil wir im Moment den 1.3er ausliefern. 1.4 ist im Moment aktuell, werden wir die Tage auch ändern. Hat aber für die Installation, für die Betreiber eigentlich im Moment auch keine Auswirkungen gehabt. Also ich kann es zu Fuß machen. Ich kann es mir ein bisschen einfacher machen mit einem UCS oder mit einem eGroupware-Server. Der Client selber, also der Webbrowser, da muss man direkt als erstes was zu sagen, weil das unterscheidet sich ein bisschen. Also im Prinzip kann man jeden aktuellen Browser nehmen. Wobei jeder aktuelle Browser, wisst ihr alle, die meisten Browser haben mittlerweile einen Chromium-Kern oder einen Chrome-Kern. Ich vergleiche deswegen immer hier ein Chromium mit einem Firefox. Ich bin eigentlich Firefox-Anwender, muss aber sagen, an der Stelle Guacamole muss ich leider letztendlich ein Chromium oder ein Chrome oder wie auch immer ihr da, welche Version ihr davon nehmen möchtet, verwenden. Es hat ein paar Gründe. Der erste Grund für mich ist immer, und das ist auch wichtig für die Leute, die ich auf der Firma ins Homeoffice schicke, ich möchte, dass die auf ihrem PC in der Firma arbeiten und ich möchte, dass die das zu Hause im Vollbild haben. Das heißt also, die arbeiten zu Hause im Vollbild, als wenn sie vor dem PC sitzen. Und dieses Vollbild, also zum Beispiel mit F11 ausgelöst oder mit der Maus, wirkt beim Firefox so, wenn ich dann an den oberen Rand mit der Maus komme, dann blendet der oben die Leisten ein, der Firefox. Das eigentliche Bild, das RDP-Bild zum Beispiel, wird auf dem Zielsystem aber immer entsprechend ausgeliefert der Fläche, die der Firefox anbietet. Und wenn diese Leisten runterkommen, verändert sich die Fläche und dann fängt er jedes Mal an, hin und her zu skalieren und das nervt richtig. Der Chromium selber, wenn ihr den mit F11 im Vollbild habt und ihr geht mit der Maus hoch, dann wird da so ein kleines Plus eingeblendet und man kann das Vollbild beenden. Das heißt, der lässt wirklich das Fenster so, wie es ist. Das ist für mich schon mit das Wichtigste, warum ich da ein Chromium empfehlen muss. Dann hat der Firefox leider noch ein paar andere Nachteile. Da sind nämlich auch ein paar Funktionen schlichtweg im Firefox nicht implementiert, was das www so hergibt. Als Einschränkung habe ich dann letztendlich so in der Vergangenheit kennengelernt, da mag es noch andere geben, vielleicht funktioniert auch mittlerweile das eine oder andere, das bin ich nicht sicher. Also ein Drag and Drop von Dateien, zum Beispiel im Client und Remote Desktop hin und her, funktioniert damit nicht. Manche Tastenkombinationen funktionieren nicht, haben wir auf der Firma festgestellt, weil die mit einem ERP-System arbeiten, mit Tastenkombinationen, das wird nichts mit Firefox. Zumindest wenn man gerade eben genau die Tasten braucht. Dann kann es mal passieren, dass die Bildschirmgröße nicht korrekt übertragen wird. Das heißt, das Bild, was geliefert wird von dem Zielclient, passt nicht zu dem auf meinem Browser-Client und dann bekomme ich ein unscharfes Bild, wenn das nicht Pixel für Pixel übereinstimmt. Gerade schon genannt, Vollbildmodus, Neuskalierung ist ganz doof. Und direkter Textaustausch über die Zwischenablage, so über Tastenkombinationen und so, funktioniert nicht. Man muss das über ein Fenster machen. Also, wie gesagt,
ein Chromium-basierter Browser ist da eigentlich Pflicht. Es sei denn, man tut mit Firefox irgendwie auf einer SSH-Konsole nur irgendwelche Sachen auf dem Server administrieren, dann wird es wahrscheinlich egal sein. Aber ich sag mal, ein RDP-Desktop, da ist das nicht schön im Firefox. Guacamole selber kann recht viel Authentifizierung. Wenn man sich das installiert, kann man dann gegen eine lokale Datenbank authentifizieren. Man kann das an LDAP hängen oder OpenID Connect verwenden. Genauso wie Radius oder Sammel. Da wird man schon immer auch was Passendes finden für seine Umgebung. Grundsätzlich kann man aber Authentifizierungsmodule auch selber erstellen und dort einbauen. Es gibt dort eine ganz ausgiebige Dokumentation, wie man das macht. Wenn man die Ahnung hat und wenn man es braucht, kann man es machen. Zwei-Faktor-Authentifizierung kann Guacamole von sich aus, Duo, TOTP, auch das ist möglich. Man kann also Guacamole mit seiner Anmeldung einfach so gegen andere Systeme authentifizieren und mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern. Ich werde jetzt mal so einige Dinge aus der Erfahrung heraus und Dinge, die ich rausgefunden habe, die wir nutzen oder die wir vielleicht nicht nutzen, einfach mal so durchgehen. Ganz wichtig natürlich die Internetverbindung, die muss schon relativ gut sein. Also Guacamole selber ist ja nun mal eine Echtzeitanwendung. Ich klicke hier drauf, da hinten irgendwo auf diesem Planeten soll auf dem Desktop etwas angeklickt werden und da geht ein Fenster auf und das ganze Fenster muss wieder übertragen werden. Und ich sag mal, das Look and Feel, dann dort zu arbeiten, hängt natürlich sehr stark von der Internetverbindung ab, von der Geschwindigkeit, von der Latenz. Und es ist somit eben eine Echtzeitanwendung. Und ich meine, es käme ja auch keiner auf die Idee, zu zocken, in einer Internet-Spielanwendung, zum Beispiel mit einem WLAN zu Hause dran. Also ich kann jedem nur empfehlen, möglichst zu Hause dann tatsächlich auch mit einem Kabel an den Router zu gehen. WLAN kann funktionieren, hier und da ist es aber unschön, weil da schon mal Abbrüche stattfinden oder es einfach zu langsam ist. Also wenn es irgendwie geht, Kabel verwenden. Wichtig sind halt eben kurze Pingzeiten, die bei WLAN eben auch wieder auftreten und vor allen Dingen keine Paketverluste. Dann meldet Guacamole sofort, ich habe die Verbindung verloren, dann braucht er einen Moment, dann stellt er die Verbindung wieder her. Das stört den Arbeitsfluss doch kolossal und ich sag mal, wenn den Anwendern sowas vorgesetzt wird und dann passiert sowas, da kann man sich als Anwender dann anhören. Was wir auch schon festgestellt haben, es gibt so diverse Sicherheitssoftware auf Clients, die dann sich in den HTTPS-Verkehr reinklinken. Die sind doch sehr störend. Und da haben wir auch schon Mitarbeiter drum bitten müssen, diese Software zu deinstallieren, weil sie eh nicht taucht, nicht dahin gehört und auch nur stört. Oder wir geben denen extra Notebook nur dafür, ohne dieses Zeugs und mit einem Linux-Desktop drauf. Ich kann mit diesem System mehrere Verbindungen gleichzeitig öffnen. Ich kann also, wenn ich zum Beispiel als Admin da unterwegs bin, durchaus auch auf mehrere Desktops gleichzeitig draufgehen und mir die dann wechselseitig anzeigen. Das gibt es jetzt seit der Version 1.4. Können wir uns auch gleich live nochmal anschauen. Zwischenablage. Ich möchte oft von dem Client auf den Remote-Desktop ja Sachen in der Zwischenablage austauschen. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, mit einem Firefox nicht oder schlecht. Ich kann an der Seite so ein Feld einblenden, wo ich das reinkopiere und dann kommt es auf der anderen Seite an. Ist unschön. Dieser Text oder diese Zwischenablage, der Austausch, ist aber im Moment auf Text begrenzt und auch nicht ewig viel. Also ich habe es mal so ausprobiert, mit 7000 Zeichen hat mal gerade noch funktioniert. Aber ich sag mal so fürs Tagesgeschäft mal eben ein bisschen Text übertragen, einen Absatz oder mal einen Weblink oder sonst irgendwas, reicht das allemal. Ja. Grundsätzlich solche Sachen mit Datenaustausch oder auch hier Zwischenablage, Drucken oder sonst irgendwas, im Regelfall, das lässt sich alles vom Admin entweder deaktivieren oder gar nicht erst aktivieren. Das heißt also, diese ganzen Möglichkeiten muss ich den Mitarbeitern auch gar nicht an die Hand geben, wenn ich das System zunageln möchte. Bildschirmskalierung, ganz wichtig. Will ich ein scharfes Bild haben, habe ich da ein Remote-System, was ein Bild mit so und so viel Pixel mal so und so viel Pixel liefert. Und das sollte ja bei mir auch 1:1 am Bildschirm sein, sodass das auch ein scharfes Bild gibt.
Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich zum Beispiel den Client, also da, wo mein Webbrowser drauf läuft, keine Skalierung habe. Ich sehe das unter Windows immer wieder Notebooks, die dann ganz gerne mal auf 125% stellen. Da wird das nichts mit der 1:1 Auflösung. Da habe ich immer ein unscharfes Bild. Also wenn ihr dann Mitarbeiter habt, die zu Hause sagen, ist unscharf, guck mal als erstes auf die Bildschirmskalierung. Ja? Weil der Webbrowser selber liefert ja Guacamole mit, welche Auflösung stellt der Webbrowser an Fläche bereit. Ja? Das Ganze ist natürlich auch nur relevant bei RDP, weil dort die RDP-Sitzung ja eben entsprechend skaliert wird. Im Gegensatz zu VNC zum Beispiel. Das Frontend haben wir, wie gesagt, in einem Webbrowser. So, und habe ich das in einem Webbrowser, habe ich natürlich den ganzen Sums von einem Webbrowser drumherum. Ich kann natürlich Guacamole auch als Web-App betreiben. Ja, das könnt ihr entweder hier in einem Chromium als Web-App, also sprich auf dem Desktop die Verlinkung anlegen oder auf einem Linux Mint eben mit bordeigenen Mitteln. Wenn man das als Web-App dann hat, kann man das auch eigentlich schön in einem Fenster laufen lassen auf einem großen Monitor. Man muss das nicht unbedingt Vollbild haben. Wobei der Vollbildmodus dann immer noch funktioniert. Also wenn man regelmäßig so eine Verbindung nutzt, dann empfehle ich das immer als Web-App auf den Desktop zu legen und dann zu nutzen. Weil dann hat man die ganze Fläche, die der Browser sonst noch so braucht, sich gespart. Je nachdem, nach welchem Modus man unterwegs ist, im Fenster, Vollbild oder sonst was, muss man allerdings auch gucken, die Tastenkombinationen können sich ein wenig ändern. Das liegt natürlich weniger an Guacamole, sondern eher an dem Webbrowser. Guacamole kann Wake on LAN. Das heißt also, wenn sich jemand mit einem Desktop verbinden will, auf einem PC zum Beispiel, kann der den aufwecken. Das ist auch mit der letzten Version reingekommen. Das funktioniert nicht ohne weiteres natürlich bei Docker und einem Docker-Netz. Das heißt also, wenn ich die beiden Docker-Container, die da am Laufen sind, in einem eigenen Netz habe, wird der Docker-Container, der normalerweise dieses Magic Packet für Wake on LAN versendet, nicht aus diesem Netz rauskommen. Da muss man, ich sag mal, die Docker-Container ins Hausnetz oder ins Systemnetz stellen, damit das funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die wir ins Homeoffice stellen, dann bleibt der PC eben an und gut ist. Und wenn die morgens sagen, ich bleibe heute im Homeoffice, dann rufen die einen Kollegen, Kollegin an, schalt mir mal eben den PC ein und dann ist gut. Können wir auch gut mitleben. Aber prinzipiell kann Guacamole eben Wake on LAN. Drucken. Immer wieder ein Thema. Die Frage ist natürlich, warum muss man zu Hause drucken? Es gibt Leute, die halten das für extrem wichtig. Grundsätzlich kann Guacamole das auch unterstützen. Und zwar zumindest mal bei einem RDP-Client, bei einem Windows-RDP-Client ist es so, ich kann in der Konfiguration hinterlegen, dass der einen Drucker anlegt. Das heißt, verbinde ich mich per RDP mit dem Desktop, legt der einen Drucker an. Auf dem kann man dann drucken. Und mein Webbrowser hier, wo Guacamole drin läuft, bietet mir dann zum Download eben das Gedruckte als PDF an. Und dann kann ich hier lokal das Ding auf dem Drucker drucken oder irgendwas mitmachen. Das funktioniert grundsätzlich. Wir sehen das nachher, wie man Verbindungen konfiguriert. Wenn man einem Benutzer nur eine Verbindung zur Verfügung stellt, wird der, wenn er sich an Guacamole anmeldet, sofort diese Verbindung öffnen. Da verbindet der sich sofort. Wenn man aber zum Beispiel eine Verbindung mit der rechten Maustaste in einem separaten Fenster aufmachen will, habe ich da keinen Link mehr. Ich zeige das gleich nochmal in dem Fenster. Da gibt es einfach die Empfehlung, man macht sich eine Dummy-Verbindung, die heißt dann irgendwie, klick mich nicht oder sonst irgendwas. Dann habe ich zwei Verbindungen, dann öffnet der die eine nicht automatisch, sondern man hat die Möglichkeit, dann eben mit einem Rechtsklick in einem separaten Fenster das Ganze zu öffnen. Ich zeige es gleich nochmal live. Wenn Leute jetzt über Guacamole auf irgendwelchen Systemen sind, hat der Admin in Guacamole selber eine Auflistung über die Sitzungen und kann sich auch auf die Sitzung aufschalten. Der klickt da drauf, dann geht ein eigenes Fenster auf, dann sieht er also das gleiche Bild wie der Nutzer und kann auch ihm dann Support leisten oder auch da drin rumklicken. Im Moment bekommen die Benutzer da noch keinen Hinweis, wenn sich einer aufschaltet.
Ja, ist ein bisschen unschön, mit Sicherheit auch bei der einen oder anderen Firma zum Beispiel, sicherlich gegen die Regel, soll aber mit der Version 1.5, die angekündigt ist, auch kommen, dass dann eine kleine Meldung aufgeht, Achtung, da schaltet sich jemand drauf. Fakt ist aber, ich kann den Leuten zumindest in der Desktop-Sitzung Support leisten über Guacamole, muss nicht unbedingt mit irgendeinem Support-Tool auf dem PC. Grundsätzlich läuft Guacamole natürlich das Frontend auch in mobilen Geräten, also auf dem Tablet oder auf dem Handy. Ich frage mich nur, muss das sein? Weil ich sag mal, schön ist das nicht, in so einem kleinen Bildchen irgendeinen Windows-Desktop mit dem Finger zu bedienen. Es gibt zwar eine Display-Tastatur, eine Maus-Emulation, aber ich bin da kein Fan von und es macht auch nicht wirklich Spaß. Aber es funktioniert. Man kann es nutzen, wenn mal irgendwie Not am Mann ist. Kann natürlich auch Guacamole durchaus bei einem Hoster meines Vertrauens irgendwie in einem V-Server oder sowas installieren und kann dann an einem oder verschiedenen Standorten PCs darüber verfügbar machen. Dann brauche ich halt von diesem V-Server aus, von meinem System, in das Unternehmen oder in das Netz ein VPN. Also das geht über die Leitung natürlich auch. Das muss also nicht unbedingt physisch im gleichen Netz stehen. Das aber nur, um diese Netze zu verbinden, um von einem Guacamole auf ein Client-System zugreifen zu können. Das hat jetzt nichts mit einer Bereitstellung grundsätzlich von irgendwas über VPN zu tun. Auch seit der letzten Version 1.4 kann Guacamole NLA-Authentifizierung. Wenn ich das bei einer Verbindung einstelle und jemand startet die und versucht, sich dort zu verbinden, dann wird er schon im Webbrowser mit einem Fensterchen nach seinen Credentials gefragt, nach dem Benutzername und Passwort. Das kann ich aber auch sein lassen. Ich kann auch ganz normal den auf dem Windows-Desktop seine Daten eintippen lassen. Ich kann natürlich auch die Windows-RDP-Zugangsdaten in der Konfiguration in Guacamole hinterlegen. Diese werden aber dann im Klartext in der Datenbank abgespeichert und ich denke, das sollte man einfach drauf verzichten. Die Diskussion hatte ich auch, die Leute wollten es bequem haben. Dann habe ich gesagt, ihr tippt da eure Zugangsdaten ein und gut ist. Ich kann ein Anwendungsfenster freigeben. Das heißt, wenn ich jetzt als Mitarbeiter auf dem System drauf bin, kann ich durchaus auch einem anderen Mitarbeiter das Fenster zur Verfügung stellen. Es muss vom Admin grundsätzlich erstmal eingerichtet werden und freigegeben werden, dass jemand das überhaupt kann. Das ist also nicht einfach so da. Wenn das dann so ist, aber kann der Anwender oben sagen, ich möchte das freigeben, dann erscheint so ein kleiner Weblink und den Weblink kann er jemand anderem zur Verfügung stellen, wie auch immer, und dann klickt er da drauf und dann gucken die beide auf das gleiche System. Ich habe zum Beispiel zwei Entwickler fürs ERP-System. Der eine sitzt hier zu Hause, der andere da zu Hause. Und wenn die mal tagsüber zusammenarbeiten und diskutieren, dann ist das auch eine Möglichkeit, damit beide auf einem System drauf gucken, ohne jetzt irgendwie so Teamviewer oder sowas zu nutzen. Ich kann Sitzungen aufnehmen. Ich habe bisher so raushören können von den Mailinglisten, dass das doch durchaus einige machen, wahrscheinlich gerade so im Bildungsumfeld. Ich musste noch nie eine Sitzung aufnehmen, aber grundsätzlich funktioniert das auch. Man kann Sitzungen aufnehmen. Und da wird es auch in der nächsten 1.5er-Version einige Verbesserungen noch geben, vor allen Dingen auch, um die Videos zu gucken, zu konvertieren und so weiter. Es gibt für Guacamole Extensions. Das sind zum einen die für die Authentifizierung, aber es gibt eine Ad-Hoc-Extension. Wenn man die einbaut, und die ist nicht automatisch im Docker-Container enthalten, aber wenn man sie einbaut, dann entsteht da im User-Interface so ein Feld für IP, Zugangsdaten und so weiter. Dann kann man ad-hoc dort auch Verbindungen mit Systemen herstellen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr VNC benutzt, einen VNC-Viewer oder SSH-Clients oder so, da kann man auch im Regelfall ad hoc irgendwelche Sachen eintragen. So,
Genau, Extensions. Wie gesagt, es gibt Extensions und man kann sich auch selber Extensions schreiben. Und das sind im Grunde einfach nur Jar-Pakete, die schmeiße ich in so ein Verzeichnis rein. Da muss ich nichts konfigurieren, die werden einfach genutzt. Und genau den gleichen Mechanismus nehme ich eben auch fürs Customizing. Das heißt also, das ganze Logo, das Login, alles Mögliche kann ich dort eben entsprechend anpassen. Da muss man ein bisschen Know-how sich aneignen, aber grundsätzlich brauche ich das Frontend nicht so lassen, wie es ist. Ich kann es eben entsprechend anpassen. Freigabe der Sitzung hatten wir gerade schon. Ich zeige euch da gerade nochmal die Screenshots. Wenn der Admin eine Freigabe hier eingerichtet hat, zum Beispiel für einen bestimmten Desktop, dann kann der Benutzer hier über Teilen sich den Link holen und den entsprechend weitergeben. Ja, ich würde sagen, ich habe das zweimal in den Folien drin. Okay, jetzt habt ihr das gesehen, zweimal. Guacamole selber hat, wenn man es installiert hat, eigentlich relativ wenig Einstellungen, also Guacamole selber, globale Einstellungen. Wenn man sich Verbindungen einstellt, also Verbindungen auf dem Remote-Desktop zum Beispiel, dann gibt es da schon einige Parameter mehr, die man sich da einstellen kann. Und das wollen wir uns jetzt mal eben anschauen, was es da so gibt. Da werde ich einen Desktop freigeben für. So. Also, ihr seht jetzt einen Browser hier, so ein bisschen E-Groupware drumherum. Der Bereich hier ab Einstellungen, das ist eigentlich so das Guacamole-Fenster. Dürft ihr euch das drumherum im Moment mal nicht stören. Grundsätzlich sehe ich hier schon mal aktive Sitzungen. Ich habe einfach mal im Hintergrund eine Sitzung aufgemacht. Da sieht man den Benutzernamen und welcher Verbindungsname. Im Moment ist es mal so, dass der entfernte Host hier mit einer Docker-eigenen IP-Adresse angezeigt wird. Das wird mit der 1.5er-Version auch besser. Da wird auch innerhalb Docker die eigentliche Host-IP-Adresse angezeigt werden können. Da warten wir schon etwas länger drauf. Ich kann dann hier auch eben entsprechend Sitzungen markieren, Sitzungen beenden. Und wenn es mal ganz viele Sitzungen sind, habe ich hier noch einen Filter eben eintippen und suchen lassen. Kann das Ganze auch, da bin ich gerade zu lange offen gehabt. Ich sehe auch hinterher Guacamole-weit den Verlauf, wer wann wie wo sich draufgeschaltet hat. Das kann ich auch für jede einzelne Verbindung mir später nochmal anschauen. Es gibt Benutzer und Gruppen. In dem Beispiel holt er sich das jetzt aus E-Groupware, das führe ich nachher nochmal weiter aus. Es kommt dann darauf an, auf welches System man das aufsetzt, wo der seine Benutzer und Gruppen herholt. Habe ich Benutzer, habe ich Gruppen. Und die eigentlichen Einstellungen für Guacamole selber, die beschränken sich eigentlich darauf, hier eine Sprache einzustellen und eine Zeitzone. Dann kann man hier noch eine Bildschirmtastatur extra einschalten oder eine Mausemulation. Das hat man später auch nochmal in der Sitzung selber als Anwender dann diese Möglichkeit. Aber ich sag mal, ansonsten gibt es für mich als Benutzer genauso wie für den Anwender dann hinten nur die Anzeigesprache und die Zeitzone einzustellen. Also mehr ist das nicht. So, die eigentlichen Verbindungen selber, die ich konfigurieren muss, damit jemand auf ein System draufkommt. Ich habe da mal ein paar konfiguriert, also eine RDP-Sitzung zum Beispiel oder auch eine XRDP auf einem Debian. VNC würde dann genauso funktionieren, habe ich jetzt gerade hier nicht im Angebot, ein SSH, da schauen wir einfach mal zum Beispiel bei so einem Windows hinein. Ich gebe der Verbindung natürlich einen Namen, was für ein Protokoll. Dann kann man hier so einen Standort machen, damit kann man das so ein bisschen strukturieren. Aber wichtig ist eben der ganzen Sache einen Namen und das Protokoll zu geben. Und ihr seht auch hier Kubernetes, habe ich schon gesagt, kann funktionieren, Telnet, SSH, VNC, das habe ich zur Auswahl. Und je nachdem, was ich hier auswähle, ändern sich hier drunter halt die Felder. Da sind jetzt eine ganze Menge Sachen, die man einstellen kann, die ich noch nie eingestellt habe, weil ich sie nicht gebraucht habe. Und ich kann auch sicherlich nicht zu jeder was sagen. Man kann die maximale Anzahl der Verbindungen hier zum Beispiel reglementieren auf bestimmte Systeme.
pro Benutzer auch noch. Es gibt Lastverteilungen, die man machen kann. Das sind Sachen, die setze ich nicht ein. Es gibt einen Workhard-Proxy, setze ich auch nicht ein. Dann wird es eigentlich wichtiger für Standardeinstellungen. Ich habe hier einen Hostnamen, IP, DNS oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt hier in dem Fall, weil das ein Testsystem für mich ist, tatsächlich Benutzername und Passwort mal eingetragen. Das ist die Stelle, wo ich sage, macht's besser nicht, weil die Sachen werden im Klartext gespeichert. Lasse ich das hier weg, wird mich das Windows-System, was hinten dran hängt, dann eben fragen. Habe ich das hier eingetragen, meldet der sofort den Benutzer an. Ich kann hier für den Bildschirm durchaus auch Breite, Höhe und so weiter vorgeben, aber im Regelfall gehe ich hin und lasse das vollkommen frei und sage dem, lass RDP das regeln. Das heißt, habe ich meinen Webbrowser, habe ich das Fenster, ist dieses Fenster so und so viel Pixel mal so und so viel Pixel groß? Der Webbrowser teilt das Guacamole mit, der baut die RDP-Verbindung auf. Die RDP-Verbindung wird genau mit diesen Pixeln erzeugt und übertragen. Das heißt also, ich bekomme auch Desktop-Formate hin, irgendwie so hochkant oder ganz breit und niedrig, je nachdem, wie man seinen Browser gezogen hat. Aber ich kann es eben auch fest einstellen. Es gibt durchaus Software, wo man das vielleicht machen möchte. Ich kann das ganze Ding auch hier auf nur lesend einstellen. So dass zum Beispiel da Leute draufkommen, die, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Anlagensteuerung für eine Maschine oder so, die da nur gucken sollen drauf und nicht womöglich etwas bedienen können, sondern nur prüfen können sollen, ob da irgendwie alles grün ist. Dafür könnte man zum Beispiel nur Lesezugriff einschalten. Die Zwischenablage, die kann ich, wie gesagt, disablen oder enablen. Ich kann es in die eine Richtung erlauben, in die andere Richtung erlauben. Ich kann es im Regelfall, aber wenn die Leute nur auf dem Desktop arbeiten sollen, auch vollkommen unterbinden. Da kann man zum Beispiel so diverse Sachen machen, natürlich auch was mit der Performance. Geräteumleitung, Audio kann ich zum Beispiel direkt deaktivieren. Brauche ich da normalerweise nicht. Der eine oder andere braucht es. Druckerunterstützung aktivieren, die ist normal nicht aktiviert, setze ich den Haken, schreibe ich da drunter einen Namen rein für den Drucker, dann ist das die Stelle, die bei dem Windows-System mit diesem Namen einen Drucker erzeugt und den auch noch zum Standard macht. Man kann Austauschlaufwerke aktivieren, sodass man auf seinem Client und auf dem Remote-System Laufwerke hat, um Daten auszutauschen. Man kann dann auch hier wieder File Upload, File Download eben entsprechend reglementieren, dass das nur in eine Richtung geht und so weiter. Geschwindigkeit. Ich kann den Desktop-Hintergrund aktivieren, was wahrscheinlich kaum einer will. Es gibt so Sachen wie ClearType zum Beispiel kann ich aktivieren oder eben auch nicht. Mache ich das nicht, sehen die Schriften für heute ein klein wenig ungewohnt aus, verbraucht natürlich weniger Bandbreite bei der Übertragung. Oder Fenster ziehen, aktivieren, wenn man das Fenster zieht, ob der den Inhalt anzeigt oder nicht. Das kann man sich schon so einstellen, dass er hier möglichst wenig Daten übertragen muss. Dann gibt es so diverse Caching-Mechanismen für diese grafische Übertragung. Empfehlung ist ganz klar, die grundsätzlich zu deaktivieren. Mindestens mal mit den Leitungen, die wir heute haben. Und ansonsten gibt das auch oft genug leider Probleme. Mit der nächsten Version werden hier auch bestimmte Funktionen komplett ausgebaut, weil die nur Ärger machen. Ich kann, wenn ich die Verbindung starte mit einem Remote-System, durchaus auch Applikationen automatisch starten. Das kann ich hier einrichten. Dann gibt es noch so Sachen, wo ich mich ehrlich gesagt nicht mal auskenne hier. Gerade was auf Hyper-V irgendwie noch funktioniert in dieser Hinsicht, keine Ahnung. Load Balancing ist hier möglich, habe ich auch noch nie gemacht. Wenn ich nur eine Bildschirmaufzeichnung machen möchte in Zukunft, muss ich das hier konfigurieren. Das heißt also ein Pfad, wo der das hinschreibt und so weiter. Kann ich diverse Einstellungen machen. SFTP kann ich nutzen für den Datenaustausch. Und zum Schluss habe ich hier unten nochmal Wake on LAN. Das heißt also, setze ich hier das Häkchen rein, wird der beim Starten der Verbindung ein Magic Packet senden und auch eine gewisse Zeitspanne warten, damit der Rechner Zeit hat, hochzulaufen. Das kann ich dann hier auch nochmal eben entsprechend einstellen.
Und ich habe dann für jede Connection hier nochmal einen Verlauf, wann die wie wo genutzt worden ist. Wir gucken mal eben in so eine SSH-Verbindung rein. Da sieht man schon, da sind bei den Parametern einige andere. Hier ist nur der Hostname dann. Man kann hier auch einen privaten Schlüssel dann hinterlegen, um dann direkt die Anmeldung zu vollziehen. Man sieht, das sind diverse andere Einstellungen. Und bei VNC sind es dann auch nochmal etwas andere Einstellungen. Das soweit erstmal zu Guacamole selber und den Einstellungen. Und wie gesagt, das Wichtigste sind die Verbindungen und die legt man einfach mal an, probiert sich mit den Parametern durch und da hat man schnell den Bogen raus, wie es funktioniert. Ich muss natürlich, wenn ich zum Beispiel auf einem Windows-System drauf will, muss ich natürlich RDP überhaupt einschalten auf dem Zielsystem und auch nach Möglichkeit natürlich nicht jeden Benutzer drauflassen, sondern explizit bestimmte Benutzer RDP nur erlauben, das würde ich empfehlen, um dann auch das Loch da so klein wie möglich zu halten. Ich würde auch ganz gerne über Probleme sprechen. Ich weiß, dass es beim Drucken hier und da Probleme gibt, da habe ich auch schon mal Probleme. Das funktioniert nicht immer einwandfrei, vor allen Dingen, wenn es große Druckaufträge sind. Dann wird es schon mal ein bisschen schwierig. Ich habe schon mal so Momente, wo Tastatureingaben nicht möglich sind. Ich habe bisher leider noch nicht herausfinden können, wann das passiert. Ich weiß aber auch nicht, ob diese Probleme jetzt hier spezifisch sind für meine Installation, für Docker selber oder Guacamole selber. Das muss ich dazu sagen. Also wenn ich hier über Probleme spreche, heißt das lange nicht, dass ihr die Probleme habt, wenn ihr es selber ausprobiert. Dann Docker, wie gesagt, die Protokollierung von der Zugriffs-IP-Adresse wird jetzt abgestellt. Das ist für mich durchaus ein Problem. Und Docker, wie gesagt, passiert nur, wenn ich das ins richtige Netz hänge. Das sind so meine Problemchen, die ich habe. Wobei die ersten beiden halt dann eben auch die Anwender betreffen. Die 1.5 ist angekündigt. Da war ich auch die Tage etwas überrascht, weil normalerweise so einmal im Jahr nur eine Version rauskommt. Jetzt ist nicht mal ein halbes Jahr rum und die Leute meinen jetzt eine Version ausliefern zu müssen. Also ich freue mich schon drauf, weil ein paar Sachen da gelöst sind. Die wird wahrscheinlich so um März herum veröffentlicht. Ich habe mal den Link da reingetan zu der Mailinglisten-Beitrag, wo auch drin steht, was denn übernommen werden soll von den Entwicklungen. Ich habe eine kleine Linksammlung zusammengestellt. Wie gesagt, das PDF, das stelle ich noch zur Verfügung auf die Guacamole-Webseite und so weiter. Ich habe aber auch zur Verfügung gestellt, ich habe einen Flyer gemacht für Guacamole und eGroupware. eGroupware selber hat Guacamole eine Webseite dazu und wir haben in unserem Forum auch eine Kategorie für Guacamole, wobei das dann eine Hauptsache natürlich für Guacamole innerhalb eGroupware ist. Wir können da leider sicherlich nicht jedes Guacamole-Thema befassen. Grundsätzlich für Guacamole gibt es eben Mailinglisten. Einmal Dev-Mailinglisten und User-Mailinglisten. Und ich sag mal, da sind wirklich Leute unterwegs, die haben Ahnung davon. Und wenn man sich damit beschäftigt, muss man auf diesen beiden Mailinglisten eben entsprechend unterwegs sein und auch vielleicht mal besser mal eine Zeit lang mitlesen und auch mal im Archiv rumstöbern. Also da ist eigentlich so ziemlich alles schon mal besprochen worden. Jetzt machen wir den kleinen Abstecher Richtung eGroupware. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr eGroupware kennt, der eine oder andere hat es gehört, hat es gesehen oder hat es schon mal benutzt. Ich möchte es ganz kurz vorstellen, aber dann hauptsächlich die Integration von Guacamole mal zeigen und auch ein bisschen erzählen, warum und wieso wir das gemacht haben. Wir haben seit gewisser Zeit jetzt so einen Slogan, Smart Online Office, und da ist, ich sag mal, das Wichtigste ist das Office, also das komplette Büro im Webbrowser oder das fast komplette Büro im Webbrowser. Wir machen da Groupware, wir machen Chat, File-Services und so weiter. Aber ich sag mal so, um das Ganze zu komplettieren, haben wir dann gerade Anfang der Corona-Problematik gesagt, wir brauchen da auch noch irgendwas für einen Remote-Zugriff. Und ja, da bin ich dann ganz schnell auf Guacamole gekommen. Ich habe das mit dem Chefentwickler gesprochen und ich denke mal, 3 Tage haben wir gebraucht, dann war das eingebaut und nach 3 Wochen, glaube ich, mit dem nächsten Release veröffentlicht. Also die eGroupware-Anwender, gerade auch unsere Kunden, die haben sehr schnell das zur Verfügung gehabt, konnten die Leute nach Hause schicken und fertig.
Wie gesagt, um das zu komplettieren, haben wir Guacamole mit reingenommen. Ansonsten ist eben eGroupware schon, ich sag mal so, das komplette Office für unterwegs, also E-Mail, Kalender, Kontakte, Infolog, das ist Informationslogbuch, so ein Kunstwort, da kann man Aufgaben, Notizen, CRM-Leads und was weiß ich alles hinterlegen. Wir machen Dateimanagement, File-Sharing, Projektmanager, ein Kanban-Board haben wir mittlerweile eingebaut, Zeiterfassung, ein Ticketsystem haben wir drin. Und als Videokonferenz haben wir Jitsi oder BBB integriert, kann man dann eben entsprechend konfigurieren. Rocket Chat haben wir drin, Collabora Online als Online-Office und eben dann Guacamole. Wobei wir zum Anfang der Corona-Thematik ist halt Guacamole und Jitsi, das waren so die beiden Punkte, die haben wir innerhalb 3 Wochen eingebaut, zur Verfügung gestellt und den Leuten ausgeliefert, sodass wir da auch eine Unterstützung bieten konnten, um die Leute besser nach Hause schicken zu können. Oder ins Homeoffice, besser gesagt. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, wie man eGroupware bedient, installiert oder was das ist oder sonst was. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr eGroupware mal installiert habt, betreibt oder euch mal anguckt, das ist relativ einfach machbar. Man installiert das, man betreibt das, aber man konfiguriert das ordentlich, vor allen Dingen eben natürlich mit einem sauberen SSL, damit wir das über HTTPS betreiben können, mit einer ordentlichen Adresse drauf, die von außen erreichbar ist. Wenn das beides gegeben ist, ist die Installation von Guacamole selber eigentlich nur noch ein apt-install eGroupware Guacamole, weil wir haben ein Installationspaket, ein Skript geschrieben, was dann eigentlich alles macht. Der holt sich die 2 Container, die ganz offiziellen Guacamole-Container, baut die in Docker ein und startet die eben entsprechend, konfiguriert Guacamole als App innerhalb eGroupware, verteilt Berechtigungen, Authentifizierung und so weiter, legt Datenbanktabellen und Views an. Ja, und das war's eigentlich. Apt-install eGroupware Guacamole und das Ding steht zur Verfügung zum Benutzen. Ich habe das Ganze noch ein bisschen im Detail mal auf der Keylux 2020 auch von der technischen Seite her beschrieben in einem Vortrag. Interessant ist halt hier, Guacamole nutzt eine Datenbank, um die Connections und Konfigurationen abzuspeichern. Und da wir ja unter eGroupware eh schon eine Datenbank haben und in dem Fall im Regelfall im Standard eine MariaDB ist, jo, da schreibt jetzt Guacamole einfach seine Daten auch in die eGroupware-Datenbank. Das heißt also, die Installation hier legt Datenbanktabellen an und wir legen auf die Benutzer und Gruppen Views an, sodass nach Guacamole hin die Benutzer und Gruppen per View auch eingeblendet werden können. Hat hinterher zur Folge aber auch, dass man die Berechtigungen für die einzelnen Connections nicht in Guacamole administriert, sondern in eGroupware. Schauen wir uns aber an. So, dann haben wir nämlich letztendlich hier eine solche Konstellation. Ich habe einen eGroupware Host-Server. Ich habe da einen Reverse-Proxy, der natürlich ordentlich abgesichert ist, vermutlich mit Let's Encrypt. Habe da als Reverse-Proxy ein Nginx oder ein Apache. Standard verwenden wir heute Nginx. Da werden also letztendlich jetzt hier auf dem System die 2 Guacamole-Container installiert. Ich habe den jetzt als einen dargestellt. Und wenn ich von außen erreichbar bin per HTTPS, Domain sowieso, dann kommt da hinten / Guacamole dran und dann erreicht man das System. So, und diese Guacamole-Container, die greifen dann wiederum hier in dem Netz auf einen RDP, VNC oder SSH oder sonst was zu. So, das Ganze geht dann per HTTPS raus, übers www, nach Hause in den Brett-Browser. Ja, da habe ich dann meine Systeme aus der Ferne und kann dann hier auch über die entsprechende Authentifizierung abgesichert darauf zugreifen. Ressourcen. Wenn sich wahrscheinlich viele wieder fragen, brauche ich wahrscheinlich viele Ressourcen, viel Bandbreite oder sonst was. Also ich kann ganz klar sagen, das hält sich ganz schwer in Grenzen. Also das hier ist zum Beispiel eine Ansicht von meinem privaten System. Ich habe hier einen Desktop-PC, einen ganz normalen Dell-Desktop-PC, da läuft Proxmox drauf, da läuft eGroupware drauf, da läuft ein Windows 10, da läuft ein Debian-Mail-Server und so weiter.
die Ingubeware selber, wo innerhalb dessen dann Guacamole läuft, habe ich 2 Kerne spendiert und 3 Gigabyte, wovon der 2 Gig gerade braucht. Da sind allerdings auch keine 10 Leute drauf, die mit Collabora gerade Dokumente öffnen oder so. Also ich sag mal, wenn ich da alleine drauf bin oder meine Töchter drauf arbeiten, reicht das vollkommen. Das ist jetzt ein Beispiel aus einer praktischen Anwendung bei einem Unternehmen. Da sind jetzt aktuell zum Beispiel dann 9 Sitzungen im Homeoffice. Da ist eine E-Groupware installiert mit Rocket Chat, Collabora, Guacamole. Da laufen im Moment 90 Sitzungen E-Groupware und wie gesagt 9 sitzen im Homeoffice. Da habe ich großzügigerweise 6 Gig RAM spendiert, 4 CPUs und dann sind ein bisschen Daten drauf. Aber ihr seht das an der CPU oder auch an Memory, der ist bei der Hälfte ungefähr. Also 3 Gig RAM braucht der akut. Also wir reden hier über Größenordnungen, die sind wirklich nicht groß. Ja. Was die Bandbreite angeht, über die Leitung nach draußen, war ich bisher auch nie besonders beglückt, weil wir auf dem Land sitzen. Wir haben mittlerweile 50 Mbit symmetrisch auf Glas, da geht was, aber ich brauche das garantiert nicht für Guacamole. Ihr seht hier ungefähr eine Stunde vormittags mit 9 Sitzungen Homeoffice. Das ist nichts, die Leute arbeiten ganz normal zu Hause, die klicken auf den Fenstern rum und so weiter. Da geht nicht viel rüber. Also da muss man sich keine Sorgen haben, dass man irgendwie eine Mega-Bandbreite für braucht. Umso mehr es sind, umso mehr wird es. Aber ich sag mal, das ist alles überschaubar. E-Groupware selber jetzt. Wenn wir das in E-Groupware installieren, Guacamole, kann ich auf der anderen Seite E-Groupware aber auch nur als Vehikel nutzen. Weil E-Groupware kann authentifizieren gegen die eigene Datenbank. LDAP, AD, Mail oder was auch immer. Kann 2-Faktor-Authentifizierung, macht der entweder ein Authenticator auf dem Android, auf dem iOS oder mit entsprechenden Tokens. Und der kann das Ganze absichern mit Brute-Force-Schutz, das heißt also mehrmalige falsche Passworteingabe oder sonst was. Sperrt den Benutzer, sperrt die IP-Adresse, die Quell-IP-Adresse. Und wir haben noch eine Application-Firewall eingebaut in die Business-Version. Da kann ich also dafür sorgen, dass sich zum Beispiel von außen nur Leute anmelden können, die zum Beispiel in einer bestimmten Benutzergruppe sind. Ich habe da zum Beispiel eine Benutzergruppe, die nennt sich Guacamole. Die haben Zugriffsrecht auf Guacamole, haben dann aber auch Zugriffsrecht von außen drauf zuzugreifen. Und ein Teil der Leute ist mittlerweile eben auch mit 2-Faktor-Tokens ausgerüstet. Also E-Groupware kann auf der einen Seite authentifizieren, muss aber für Guacamole die Benutzer in der E-Groupware eigenen Datenbank haben. Das heißt also, es geht hier nur um die Passwort-Authentifizierung. Weil dann kann ich nämlich zum Beispiel auch meinen Leuten eine Adresse an die Hand geben, meine ganz normale E-Groupware-Adresse, aber / Guacamole / und diese Adresse ermöglicht dann, direkt auf Guacamole zuzugreifen. Ich lande dann im Login-Fenster von E-Groupware und danach lande ich dann in Guacamole. Wie ihr das vielleicht von einigen anderen Anwendungen kennt, die sich zum Beispiel per OpenID irgendwo authentifizieren. Das heißt also, man kann E-Groupware einfach nur als Vehikel nehmen, um das Ganze zu betreiben, wenn man will, wenn man den ganzen Groupware-Teil nicht braucht. Ja. Vorteil ist noch, wir liefern normalerweise in der Installation automatisch Watchtower aus. Der guckt einmal nachts, ob es neue Container gibt und aktualisiert die dann. Das läuft dann automatisch. Grundsätzlich gibt es in der Konstellation ein paar Voraussetzungen. Erstmal, wie gesagt, die Benutzer und Gruppen müssen in der Datenbank sein. Im Moment bieten wir das für Debian und Ubuntu Hosts an. Eine MariaDB MySQL-Datenbank wäre die richtige. Ich weiß, dass mit Postgre das auch mal jemand probiert hat. Ich glaube, es läuft auch, bin aber nicht sicher. HTTPS ist klar. Auf der Platte brauche ich einen Gig Festplattenplatz für die Container ungefähr und 200 MB zusätzlich RAM. Bei vielen Sitzungen dann ein klein wenig mehr. Hält sich also auch in Grenzen. Die Integration selber. Die habe ich vorhin größtenteils schon erzählt. Das übergehe ich jetzt auch ein klein wenig und wir gucken uns das mal ganz fix noch live an. Wir haben nämlich eigentlich fast keine Zeit mehr und viele Fragen sehe ich da gerade. Also wie gesagt, die Folien selber, die werde ich hinterher nochmal bereitstellen und
Wir gucken mal ganz kurz live rein, damit ihr das überhaupt noch mal gesehen habt. Und wir können auch nach diesem Vortrag hier gerne noch in dem Raum bleiben, habe ich gehört. Und ich kann euch noch was zeigen, erzählen, Fragen beantworten. Also wenn wir das jetzt alles nicht schaffen, gerne gleich, wenn die Aufzeichnung endet, können wir im Raum bleiben. Das will ich euch vor allen Dingen zeigen. Also ich komme jetzt hier remote per XRDP auf einem Debian-Desktop und habe da meinen Browser laufen. Das funktioniert recht fix. Und ich kann gleichzeitig auch eine weitere Verbindung aufbauen. Auf einem Windows 10 jetzt in dem Fall. Der meldet diesen Benutzer an. Ich habe vorhin gesagt, das passiert jetzt hier automatisch, weil ich die Credentials hinterlegt habe. Jetzt bin ich auf dem Windows 10. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so jetzt in dem Beitrag. Es ist jedenfalls gestochen scharf normalerweise und ich kann jetzt hier zum Beispiel zwischen diesen Anwendungen wechseln. Hier habe ich nochmal das Teilen. Den Link kann ich dann eben entsprechend verteilen oder eben ich kann auch meine Sitzung hier trennen und bin wieder hier drin. So, das ist eigentlich das Hauptsächliche, was ich euch zeigen wollte. Ich habe im eGroupware-Forum, wer da mal reinschauen möchte, ihr werdet das auch finden, help.eGroupware.org, gibt es eine Kategorie Guacamole, da habe ich eine ganze Menge Artikel auch geschrieben, die sind oben angepinnt, schon mal mit einer ganzen Menge Informationen oben drin. Norbert, mach mal noch ein paar Fragen. So, oder ja. Mach mal die im Anschluss, weil die Zeit ist eigentlich rum. Ja, wir haben ja auch ein bisschen eher die Aufzeichnung angefangen. Also natürlich, wer jetzt einen weiteren Vortrag möchte, der kann sich ja später immer noch die letzten Fragen anschauen, die wir jetzt beantworten. Jetzt denke ich mal, bist du gerade so im Fluss. Kannst du dir mal was zu ergänzen zu einigen Fragen. Die sind zwar ganz knapp und kurz, manche beantwortet, manche etwas länger. Ja, ich sehe schon, das sind schon eine ganze Menge Fragen. Ich könnte es einfach vorlesen, die Frage, und dann... Ja, ich sehe sie schon hier. Also RemoteFX 9, VNC hat Sicherheitslücken, Alternativen. Gut, wichtig ist ja hier, dass wir VNC, RDP oder sonst irgendwas überhaupt nicht nach außen transportieren, sondern das Guacamole in dem vertrauten Netz haben und dort dann VNC oder sonst was nutzen. Und VNC selber als Protokoll, was ja ein Protokoll ist, ist eigentlich nicht das Problem, das sind die Implementierungen. Und wenn ich natürlich VNC-Server nutze auf den Clients, die nicht mehr sicher sind und nicht aktuell ist, habe ich unter Umständen ein Problem. Aber dieses Problem trage ich natürlich nicht nach draußen ins Netz oder zu dem Anwender hin, weil wir das ja nur als Vehikel brauchen, um auf die Systeme zuzugreifen. Ich brauche natürlich, wie gesagt, Transportverschlüsselung, SSL und so weiter. MSRDP, man kann natürlich auf dem Terminal-Server auch drauf zugreifen, dort die Sitzungen benutzen. Natürlich kostet dann natürlich auch CALS eben entsprechend, auch TS-CALS. Ich habe bei meinem Arbeitgeber das Glück, dass jeder seinen PC noch unterm Tisch hat. Ja, da ist das mal noch so, ganz klassisch. Da sitzen die Leute dann auf ihrem PC drauf und gut ist. Gaming 60 FPS, ja, das funktioniert aber nicht, 60 FPS eher über die Leitung zu übertragen bei der Datenmenge. Niemals, das kann nicht funktionieren. Das sind, also ich sag mal, zwischen PC und Monitor, ich sag mal, da gehen richtig Gigabit rüber, damit da ein ordentliches Bild erscheint. Das geht halt nicht über die Leitung, auch komprimiert nicht. Und das will auch keiner komprimiert haben, sonst kommt da nur noch Matsch raus. Welcher VNC-Server ist für Linux empfohlen? Ich habe immer XRDP jetzt genommen zuletzt, weil das eigentlich ganz gut funktioniert.
Ich weiß nicht, welcher VNC-Server da gut funktioniert. Einfach mal ausprobieren. NoVNC ist ein Client, richtig. Ist was anderes. Da kommt gerade noch eine Frage. Wird bei XRIP die Auflösung automatisch angepasst? Ja, ich schalte mal gerade ganz fix hier. Wo ist mein Fenster hin? Mein Fenster ist weg. Soll ich leider sagen, ich habe mir gerade das Fenster zugemacht. Ich glaube, ich muss die Aufnahme jetzt auch stoppen, sonst wird es zu lang. Ja, ist auch okay. Also wie gesagt, wer mag, kann auch hier drin bleiben und der Norbert, der schaltet euch alle frei, dann können wir uns auch da unterhalten und ich mache das mal gerade wieder am Bildschirm hier.